sind wir dieser komischen Falmerbrücken. Hier ist anscheinend nichts Wichtiges. So, nochmal abspeichern. Oh, ich weiß gar nicht, wie lange... Boah, ich nehme schon wieder eine Stunde 16 Minuten auf. Er wird wieder so ein langer, extrem langer Part. Habe ich aber auch nichts gegen. Ich mag lange Parts. Ich nehme immer so lange Parts auf. Da haben wir auch noch Falmer, aber gegen die möchte ich jetzt nicht kämpfen. Da schleiche ich mich durch. Muss ich jetzt hier lang oder kam ich hierher? Ne, sonst wäre das Tor nicht zu. Aua. Ja, Fallen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad machen doch ziemlich Schaden. Stirb. Ja, Schleichen hat schon was für sich. Ist einer der besten Spielstile, finde ich. Der ist nämlich nicht so, hau drauf, ich bin besser, habe bessere Rüstung und du stirbst. Sondern man kann auch stärkere Gegner gut bekämpfen, aber wird, wenn man sich gut anstellt, auch von schwachen Gegnern auf die Fresse geschlagen. Also ich finde, wie gesagt, deswegen habe ich jetzt einen Schleichstil auch gewählt und ich glaube, deswegen ist mein Let's Play auch so erfolgreich. Ich meine, ich habe schon oft genug erzählt, ich möchte darauf jetzt noch nicht nochmal eingehen, aber ich denke, dadurch ist mein Let's Play auch so erfolgreich, wie es heutzutage ist. Dadurch, dass ich diesen Spielstil gewählt habe. Aber ich wollte nochmal zurückkommen auf die Geldgeilheit. Und ich denke, dass EA auf jeden Fall geldgeil ist. Aber gerade in Battlefield, denke ich, haben die sich auch das Geld verdient, was ich dir in den Rachen schiebe. Ich finde, es muss nicht sein. Ich würde jede Firma, die das nicht macht, bevorzugen. Aber dadurch, dass Battlefield ja dann im Grunde so das Monopol auf einen guten Shooter hat und es im Grunde keinen anderen guten Shooter heutzutage gibt, wirklich. Boah, wo kommst du noch einmal her? Aus deinem Klohäuschen da. Haben die auch das Recht verdient, viel Geld dazu für zu verlangen. So, und ich denke, das nächste, was ich persönlich als geldgeil empfinde und wo ich mit der Meinung ziemlich alleine stehe, wisst ihr was, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Schreie. Schnell speichern. Oh, cool. Hoffentlich ist der tot. Ich stehe mir ziemlich alleine mit der Meinung, dass Leech of Legends, ich denke, dass Leech of Legends auch wieder dieses typische Free-to-Play ist. Es gibt mehrere Arten von Free-to-Play-Geldgeilheit. Also, die meisten Free-to-Play-Spiele wollen ja Geld verdienen, daran ist nichts auszusetzen. Und es gibt verschiedene Konzepte, wie sie ihr Geld verdienen. Nehmen wir mal, was ist Free-to-Play? Nehmen wir mal Metin zum Beispiel. Habe ich selbst nie gespielt, aber ich habe Kollegen dabei zugeguckt, wie sie gespielt haben und Kollegen haben es gespielt und so. Und ich kann zumindest etwas darüber sagen. Fakt ist, man kann sich mit Geld bessere Waffen kaufen. Mit Geld ist man im Vorteil und ohne Geld ist man ein armer Schlucker. Das ist die Art Nummer 1, Geld zu verdienen mit Spielen, die frei sind. Indem man einfach niemanden dazu zwingt, aber die Leute dazu nötigt, das einzukaufen. Haltet die Augen offen. So, das ist, finde ich, mit eins der schlechtesten Konzepte für Free-to-Play. So, das hier eine Falle. Wir sind überall Fallen. Dann haben wir als nächstes das, nenne ich es mal, wo gibt es eigentlich in vielen? Ich nenne es mal, nehmen wir das Konzept von Guild Wars 2, was ich hingegen eigentlich ganz gut gelungen finde. Es hat aber auch schon viel mit dem von Leech of Legends zu tun, finde ich. Guild Wars 2 ist ein Spiel, was man komplett ohne, wo man genauso erfolgreich sein kann, was man komplett ohne richtiges Geld spielen kann, ohne auch nur einen kleinen Nachteil zu haben. Doch, man hat einen ganz kleinen Nachteil, aber nicht wirklich. Es ist nicht wirklich, dass man dazu genötigt wird, sich Geld zu kaufen. Man kann sogar Ingame-Währung gegen richtige Währung umtauschen. Also Ingame-Währung gegen die andere Ingame-Währung kann man umtauschen, so. Oh, da scheint ein Oberfuzzi zu hocken. Was habt ihr denn alle? Boah, der sieht gruselig aus. Woher seid ihr und stark. Was, wie hast du das schon wieder geschafft? Okay, solange sie gerade ablenken, kann ich mitten auf den draufhauen. Das nutze ich natürlich aus.
Okay. Perfekt. Oh, es wird anscheinend Tag hier. Schwerer Falmer-Helm. Eine Falmer-Rüstung, die könnte ich mitnehmen, aber die ist so schwer. Kann ich ja nicht tragen. Die sieht aber cool aus, finde ich. Wisst ihr was, ich nehme die mit. Werf dafür was anderes raus. Ein paar Schriftrollen, die ich eh nicht brauche. Und hier ein paar Waffen. Leck mich, Schmucklinge. Wobei die Kriegsaxt ist scheiße schwer, die brauche ich gar nicht, ehrlich gesagt. So. Hier kommen anscheinend noch mehr Falmer. Na, sollen sie ruhig kommen. Wo war ich stehen geblieben? Titelloses Buch. Cool. Ein altes Falmer-Buch. Interessant. Interessant. So, auf jeden Fall, das finde ich völlig in Ordnung, dieses Konzept. Aber dann dagegen haben wir dieses League of Legends-Konzept. Im Grunde, man gibt dem... Man macht den Spieler glauben, dass man kein Geld ausgeben muss, um das Spiel spielen zu können. Das ist, finde ich, ist erstmal so. Man muss kein Geld ausgeben, das ist jedem bewusst. Man kann alles so gut wie so erreichen. So, das meiste. Dann kommen wir mal zu den Sachen, zu den Runenseiten zum Beispiel. Die muss man sich kaufen. Und man braucht hinterher mehr Runenseiten. Mit zwei kommt man einfach nicht aus. Warum habe ich eigentlich immer noch das hier? Ich möchte einen anderen Skill haben. Hier, ich hätte gerne Zerstörung. So. Das heißt, man kommt früher oder später an den Punkt, wo man echt in Erwägung zieht, Geld auszugeben. Einfach daran, weil man sonst keine Chance hat, an Runenseiten zu kommen. Ist das auch ein Destillierkolben? Ne, nur ein Alchemielabor. Jetzt stirb schon. Okay, der ist tot, der ist wiederbelebt. So, aber was ich viel, viel wichtiger finde und was viel einfach vergessen ist, so, wenn man League of Legends irgendwann anfängt, braucht man Ewigkeit, bis man das Geld für einen teuren Helden oder Champion zusammen hat. Viele meiner Kollegen sagen, die brauchen, oder die viel spielen, sagen, die brauchen genauso lange für einen Champion, wie es einen neuen gibt, der neu rauskommt. Das heißt, man braucht schon Ewigkeiten, bis man vernünftige Champions hat. Wo muss ich überhaupt hin? Da hinten? Wie soll ich denn da hinkommen? Wie soll das denn funktionieren? Das ist auf jeden Fall der letzte Wasserkrug, den ich holen muss. Aber hier bin ich anscheinend falsch, also muss ich umdrehen. Ich muss also doch in die Richtung, oder wie? Was ist... Ich bin verwirrt. Anscheinend gibt es dann hier unten noch so einen Weg, oder wie? Oder was? Oder wie auch immer. Ich laufe jetzt mal hier unten lang. Und hier geht es auch schon nicht mehr weiter, mit unten lang laufen. So, und... Man hat ein... Das ist diese nächste Art von Geld zu verdienen. Indem man dem Spieler alles erreichen lässt, aber ihm alles so schwer macht. Das heißt, es dauert Ewigkeit, bis man einen Helden hat. Es dauert einfach alles Ewigkeiten. Es ist so, dauert so lange, wenn man dem Spieler sagt, okay, wenn du in einer vernünftigen Zeit alles schaffen willst, dann musst du Geld bezahlen. Und diese Angebote, die lohnen sich sogar oft noch. Also man kriegt 3 Milliarden Champions für so ein Champion-Paket. Das kostet dann, glaube ich, irgendwie ein paar Euro. 10, 20 oder so. Und damit kriegt man dann irgendwie tausende Champions. Womit man echt in Überlegung kommt, sich so eins zu holen. Und ich denke, das ist ein scheiß Verhalten einfach. So dass man euch sagt, haha, du wirst niemals alles schaffen können. Es sei denn, du hockst 24-7 davor. Oder du gibst Geld aus. Und das finde ich jetzt ebenfalls ziemlich fragwürdig. Viele verteidigen das Konzept und sagen, League of Legends ist eines der besten Spiele überhaupt und man kann alles erreichen, ohne Geld auszugeben. Finde ich nicht. Man kann es nicht erreichen, ohne Geld auszugeben. Man kann sich annähern, aber man wird es niemals wirklich
mit einem vernünftigen Aufwand schaffen. Also, es dauert einfach Ewigkeit, bis man dann mal... Wer ist da? Och nein, das ist so ein Taurus-Viech. Aber ich wusste gar nicht, dass sie auch fliegen können. Lass mich in Ruhe. Okay, der ist weggeflogen. So, hier haben wir dann schon den nächsten. Praktisch, wir haben es dann geschafft. Soweit. Ich glaube, wir sind so gut wie da. Und auf jeden Fall möchte ich sagen, ich finde, dass League of Legends mit dieser Verhaltensweise auf jeden Fall geldgeil ist als EA. Mantren von Auriel zu ehren und seine Erleuchtung zu empfangen? Ja, bin ich, natürlich. Möge Auriels Segen euch auf dem steilen Weg zum Allerheiligsten und der vollkommenen Erleuchtung beschützen. Oh, wow. Nee, da möchte ich ehrlich gesagt noch nicht hingehen. Ich möchte mir erst in dem Schloss hier umgucken. Das Schloss sieht cool aus. So, schöpfen wir uns mal hier das Wasser. Und gehen wir hier hin. So, klar, bei EA, bei Battlefield gibt es dieses Konzept auch, indem man sich sofort mit Geld alle Waffen freischalten lassen kann. Aber erstens, in Battlefield hat man schon mit Level 1 die beste Waffe, nämlich die M16. Außerdem... Achso, ich muss sogar hier hin, oder? Ich muss gar nicht zurück. Aber ich gehe trotzdem zurück, weil ich glaube, der Typ will ja das Buch haben, was ich gefunden habe. Moment, ich lese es mal selbst eben durch. Guck mal, wie lang es ist. Titelloses Buch hieß es, glaube ich. QRS... Titelloses Buch. Na, natürlich, Falmersprache. Auf tausende Seiten. Wer zur Hölle hat das geschrieben? Man muss doch nicht auf so vielen Seiten ein unlesbares Buch machen. Hoffentlich muss er nicht noch mehr Bänder davon finden, dann wäre es echt kacke. Moment mal, da möchte ich versuchen. Okay, falscher Schrei gewesen. Auf jeden Fall, man kann sich das bei EA auch kaufen, aber es ist was anderes. Man kann innerhalb von einem Monat oder so, wenn man mittelmäßig viel spielt, kann man alle Sachen freischalten, man hat alles danach. Man wird nicht einmal irgendwie dazu genötigt oder so. Ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, mir das zu kaufen. Mir die Waffen durch Geld freischalten zu lassen. Auriels Glanz euren Pfad erhellen. Und das habe ich nicht gemacht. Moment. Okay, das war's. Das Falmerbuch bringen. Habe ich dazu hier einen Questmarker? Schrein des Glanzes, war das hier? Ne, der Schrein des Glanzes ist das hier, wo ich schon war. Moment. Schrein der Vision, Schrein des Entschlusses, Schwarzfallpassage, Schrein der Leere. Na kacke. Kann ich nicht hin zurück, glaube ich. Oder vielleicht ist das auch ein ganz anderer. Egal. Und bei EA kann man sich Zeit sparen, aber es ist nicht wirklich viel. Und ich finde, bei League of Legends muss man sich einfach Geld ausgeben oder wirklich viel zocken. Für Leute wie mich, ich zocke League of Legends relativ selten. Manchmal zwei Wochen lang gar nicht, manchmal spiele ich auch drei Tage hintereinander, so, weiß nicht, 18 Spiele oder so. Aber ich würde nicht sagen, dass ich mich viel damit auseinandersetze. Das ist einfach nur so ein Hobbyspiel. So für nebenbei. Spiele ich eigentlich nur, weil es meine Kollegen spielen. Und einfach nur wegen meinen Kollegen spiele ich's. Um halt mehr mit denen zu machen und dann Leute aus Schulzeit trifft man dann noch so und ihr wisst, was ich meine. Das muss also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand sein, von dem ich immer gehört habe. Und ich werde niemals alle Champions bekommen. Ich brauche Ewigkeiten, bis ich einen Champion bekommen habe. Die teuren sind für mich Ewigkeiten weit weg. Und das ist einfach was mir einfach total auf den Sack geht. Cool, Falmer gefrorene. Mit einem Trank in der Hand.
Wenn diesen Trank der Frostresistenz hätte, hättest du vielleicht trinken sollen, würde ich sagen. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd gewesen.